Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Daily Shop News vom 7.10.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir gehen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir nichts Neues. Wir fangen einfach mal auf der rechten Seite mit dem Shaolin Sit-Up an, den hat sich der Herr sofort geholt für 200 V-Bucks, kriegt von mir 8 von 10. Und Shaolin Sit-Up hat hier ein Voting von 3,97 von 5 bei 29 Votes. Jetzt muss ich es mal ganz rüberziehen, sorry. Am 7. Oktober 2019 das erste Mal drin gewesen, seitdem 7x27 Spiel meines letzten Mal im Shop vor 119 Tagen am 10. Juni. Seht her, ist der Behold für 200 V-Bucks. Ja, macht nur Sinn, wenn man halt wirklich jemanden ziemlich Gutes dann hat, mit dem man zusammenspielen kann. Teil kriegt von mir 6 oder 7 von 10. Jo, und der Behold hat hier ein Voting von 3,08 von 5 bei 13 Votes am 13. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 6x22 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 192 Tagen am 29. März. Rote Verteidigerin, richtig cooler, klassischer Skin, kriegt für 800 V-Bucks. Hier mit der Weihnachtsmütze. Finde ich die richtig nice. Kriegt von mir 8 von 10. Oder sogar, ne, bleiben wir bei 8 von 10. Scarlet Defender. Und Scarlet Defender hat hier ein Voting von 3,96 von 5. Bei 96 Sports am 25. Februar 2018 ist erstmal drin gewesen. 30 mal 104 Reminders. Letztes Mal im Shop von 29 Tagen. So, dann haben wir als nächstes Oberpeinlich. Oh. Ja, das denkt sich der Herr sofort manchmal, wenn er mit mir zusammen spielt. Oberpeinlich, 200 V-Bucks kostet das Teil, deswegen hat er sich's auch geholt. Meistens benutzt er es aber nicht wegen mir, sondern eben, wenn sich die Gegner ziemlich dämlich angestellt haben. So, ja, um nochmal so richtig schön einen reinzudrücken. Der Teil kriegt von mir 9 von 10, hat hier ein Voting von 4,07 von 5 bei 14 Votes am 22. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen, 14 Mal, 26 Spiel Miners, letztes Mal im Shop vor 36 Tagen. Dann sind wir bei Heiß und Kalt und ja, finde ich persönlich jetzt okay, ist jetzt aber nicht der Oberbringer. Kriegt von mir 7 von 10 für 300 V-Bucks, hat hier ein Voting von 4,05 von 5. Bei 19 Votes am 31. Januar 2019 ist erstmal drin gewesen. 6 mal 39 für Mai. Das ist jetzt mal im Shop vor 140 Tagen am 20. Mai. Der Fokus. Oben rechts jetzt ein Gameplay von dem verlinkt für 1200 V-Bucks. Hier hinten dieses Nunchaku Backpack. Ja, wahrscheinlich hat sie sich damit die Birne eingeschlagen und deswegen muss sie diese Maske mit den Bandages da vortragen. Also, Teil kriegt von mir 7 von 10. Der Fokus hat ja ein Voting von 2,81 von 5 bei 21 Votes am 12. Juli 2019. Ist erstmal drin gewesen. 3 mal 29 für Miners. Letztes Mal im Shop vor 6 Tagen am 8. August. Und dann haben wir hier den Sonnenvogel, den Sunbird für 1200 V-Bucks. Ja, sieht ein bisschen strange aus, die Lady. So gefällt sie mir persönlich ein bisschen besser. Und der Sonnenvogel kriegt von mir 7 von 10. Er hat hier ein Voting von 4,04 von 5 bei 77 Votes. Am 8. März 2019 ist das mal drin gewesen. 7 mal 124 Reminders. Ist jetzt mal im Shop vor 40 Tagen. Der Hypnor. Finde ich persönlich ein bisschen besser. Kriegt von mir 8 von 10 der Teil. Hat hier ein Voting. Das ist der Mesmer. Hat hier ein Voting von 3,72 von 5 bei 57 Votes am 8. März 2019. Das ist mal drin gewesen. 7 mal 39. Wie meinen das letzte Mal im Shop vor 40 Tagen.
Dann haben wir hier dieses X-Tag. Finde ich persönlich, ja, ist okay, kriegt von mir 6 von 10. Hat hier ein Voting von 2,05 von 5. Bei 7 Votes, 4 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 40 Tagen. Ja, Sonnenaufgang. Das sieht schon cool aus, das Teil kriegt von mir 8 von 10 für 800 V-Bucks. Und das Ding hat hier ein Voting von 3,08 von 5. Bei 25 Boots am 8. März 2019 ist das erstmal drin gewesen. 7 mal 5 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 40 Tagen. Da sind wir auch schon durch mit diesem Set hier. Fangen wir mal hier mit der Ruby erstmal weiter. Ich war ja gestern bereits im Shop gewesen. Klicken nochmal ganz kurz hier durch. Wen es interessiert, kann ja nochmal aufs Video von gestern schauen, wie ich das benotet habe. Interessant sind jetzt einfach mal die Noten von den einzelnen Items, wie sich das bis heute entwickelt hat. Gucken wir mal hier rein. Hier haben wir aktuell bei dem Stripe Slicer, bei dem Streifenschlitzer, ein Voting von 3,57 von 5 bei 7 Votes. Sky Stripe 4,5 von 5 bei 6 Votes und Ruby 3,25 von 5 bei 20 Votes. Habe eigentlich gedacht, sie würde ein bisschen besser ankommen, weil sie doch relativ häufig im Game zu finden war. Naja, gut. So, dann gehen wir zum letzten Set von heute. Das ist das Nimmermehr-Set. Hier haben wir den gefiederten Flieger für 800 V-Bucks. Ja, obwohl das Ding ein Standardgleiter ist, aber durch diese Schwingen und den Style kriegt das Ding auf jeden Fall von mir 8 von 10. Und der Feathered Flyer hat ja ein Voting von 4,31 von 5 bei 35 Votes am 6. April 2018 ist erstmal drin gewesen. 17 mal. 39 Reminder, das letzte Mal im Shop vor 28 Tagen. Dann haben wir hier als nächstes den Raben, den Raven, ganz klare 10 von 10. Das Teil ist einfach nur mega geil. Und der hat hier ein Voting von 4,42 von 5 bei 183 Votes. 6. April 2018 ist das erstmal drin gewesen. 17 mal 274 Reminder, das letzte Mal im Shop vor 28 Tagen am 9. September 2019. Dann haben wir hier den Ravage, die Verwüstung. Hier auch mit diesen Flugspuren. Ja, auf jeden Fall ziemlich cool für 2000 V-Bucks das Teil. Hier so sehen dann die Schwingen aus. Kennen die meisten von euch ja. Der Teil ist auf jeden Fall mega geil. Kriegt auch von mir 10 von 10. Und hat hier ein Voting von 4,29 von 5 bei 161 Votes am 26. August 2018, das letzte Mal drin gewesen, 13 mal 281 Reminders, letztes Mal im Shop vor 28 Tagen am 9. September 2019. Ja, und dann haben wir den eisernen Schnabel, für mich einer der geilsten Picken des ganzen Spiels, für 800 V-Bucks. Immer wieder zupickender Teil, kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Das ist wirklich cool hier. So, und das Ding hat hier ein Voting von 4,37 von 5 bei 46 Votes am 6. August 2018. Das erste Mal drin gewesen, 13 mal 42 Reminders, letztes Mal im Shop vor 28 Tagen am 9. September 2019. Ja, würde ich mal sagen, sind wir soweit durch mit den ganzen Sets. Ja, was kann man hier für ein Voting heute abgeben? Schwer zu sagen, Ruby war ja gestern bereits drin. Natürlich Raven, Ravage, mega geiles Set. Das hier von diesem Sonnenvogel-Set bin ich jetzt nicht ganz so begeistert. Fokus okay, oberpeinlich ganz cool. Rote Verteidigung ganz cool, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, das ist der Oberburner-Shop heute. Deswegen kriegt der Shop, jetzt müssen wir mal wieder ein Voting abgeben. Der Shop kriegt von mir ein It's Meh. Und da klicke ich jetzt auch mal drauf. It's Meh. Dann haben wir hier 671 Votes für Love It, 871 Votes für It's Meh und 1775 für Hate It. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Engleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.